Morgen und willkommen zurück bei Kingdom Hearts. Ich habe ganz ehrlich die Suche nach dem Secret aufgegeben. Ich hatte nach einer halben Stunde offscreen keinen Bock mehr. Den Globus kenne ich irgendwoher. Steht der nicht normalerweise unten im Zeltlager? Oh, Waffe, Clayton, Gorilla, ungut. Yeah, voll cool. Ich stehe auf Donut. Donut ist irgendwie cool. Besonders wenn er sich aufregt, unser kleiner Choleriker. Warte, Kerchak, bitte. Na gut, dann geht er halt. Können wir auch nichts machen. Hey, die hat irgendwie voll den coolen Iroh, irgendwie so ein bisschen. Das ist ein Missverständnis. Ich habe nur versucht... da kam eine Schlange. Ja, nie. An. Ich ist klar. Ich habe dem armen Gorilla das Leben gerettet. Ja, nee. Würde ich auch nicht glauben. Ganz ehrlich. Das ist so, als würde ich erzählen, so, im Sommer schneit's auch bei uns. The Note halt so. Relativ unrealistisch. Haben wir hier noch was zu erledigen in diesem Haus? Ich denke nicht. Wir haben alles. Wir haben diese komische, eben die Truhe vom Dach. Das Einzige, was mich interessiert, gibt es vorne im Boot noch was. Aber, ich glaube, da kommst du erst hin, wenn du die Sprungerweiterung hast später. Na, dann hüpfen wir mal und sliden eine Runde. Ja, okay, sliden noch nicht. Der ist bei diesem komischen toten Baum. Speichern ist jetzt die Idee. Wir haben viel gemacht. Wir sollten mal wieder speichern zwischenzeitlich. Ja? Gut. Jetzt leiden wir. Denke ich. Mache ich. Sollte ich. Sliden! Ja, seltsam. Wir waren die ganze Zeit jetzt mit Donut und Goofy unterwegs und beim Sliden kriegen wir richtig Tarzan. Ich würde lieber sehen, wie sich Donut und Goofy da runtersliden, so. Das sind die beiden Brüder des Unglücks. Und ich depp, lass mich von so einem komischen, gammligen Ast... Ach was, die kann man auch schlagen. Das ist ja gut. Das heißt, man kann springen und schlagen kombinieren, um den ersten drüber zu kommen und den zweiten zu erwischen. Ah, das ist gut. Auf alle Fälle, ich lass mich voll hitten. Das geht gar nicht. Ist voll schlecht. Okay, wir müssen zurück ins Zeltlager. Sind wir ja schon. Wir müssen ins Zelt rein. Wie konnten Sie das nur tun? Hören Sie, Miss Porter, ich hatte es doch nicht auf den Gorilla abgesehen. Wehe, Sie wagen sich wieder in die Nähe der Gorillas. Alles wegen so einem kleinen Missgeschick. Kommen Sie. Ja. Jetzt werden Sie endlich mal Clayton einen Riegel vorziehen, so. Ihr wisst schon. Passt schon. Der Typ sieht auch irgendwie... Der hat voll das komische Gesicht. Was mache ich? Ich weiß nicht, der Typ ist selber voll der Schwachkopf, so. Diese verfluchten Gorillas. Ich werde sie alle zur Strecke bringen. Alle! Ich werde sie schon irgendwie aufstöbern. Ich glaube, der Typ hat mehr Kinn als Hirn. Darauf verbrech ich mein Leben. Ja, ganz ehrlich, sieht doch so aus, Alter. Der hat so ein... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Auf alle Fälle, wir gucken jetzt mal nach Clayton, dass wir diesen Schuss gehört haben. Oh mein Gott, ein Schuss. Okay. Wenn ich jetzt so, keine Ahnung, irgendwo anders leben würde, würde ich regelmäßig Schüsse hören oder so. Aber wow, ein Schuss. Ich bin total begeistert. Also... Ja, dass Clayton ein guter Mensch sein soll, das verstehe ich auch nicht. Oh mein Gott. Die Herzlosen. Und das ist auch noch die Sorte. Ich weiß nicht. Ich höre mich so richtig scheiße bei an, wenn ich die ganze Zeit sage, die Herzlosen mag ich nicht, die Herzlosen mag ich nicht. Ist aber so. Ich mag die Herzlosen wirklich nicht. Genauso wenig, wie ich die mag. Okay, Donald, unser Magier, hat Angriffskraft plus gekriegt.
Ja, wie unnötig. Okay. Die waren ja schon mal kein Problem. Hey, ein Protestgummi. Wieso kriegen wir jetzt den Protestgummi? Oh, entschuldigt, ich bin auch leicht müde. Boah. Wieso kriegen wir eigentlich die ganze Zeit Protestgummi? So, wie sieht es eigentlich mit uns aus hier, mit Abilities und so? Oh, schauen wir, könnten wir schon, aber packen wir eben nicht rein. Berserker, mhm. Was ist das denn? Naja, Tarzan scheint ja richtig dicke schon zu sein mit Abilities. Jo. Wohin müssen wir eigentlich? Das weiß auch keiner gerade. Ja. Ui. Ja, dann gehen wir mal zum Baumhaus. Auch wenn ich den Weg dahin gar nicht mag. Aber wir gehen da mal hin, ne? Ist ja klar. Denn wir kommen wieder an den dämlichen Blumen vorbei. Die mir ultra auf Keks gehen. Genauso wie diese Gegner. Wo habe ich mich denn da gerade hingeputzelt? Und. Na super. Oha, machen die Schaden. Diese scheiß Kiste steht hier. Super, dafür, dass die Kiste im Weg stand und ich es weggeräumt habe, kriege ich auch noch einen Hit ab. Ja, GZ. Muss ich hier irgendwie ins Zelt rein oder so? Na, lass mich ins Zelt rein. Los. Ah, wieso? Nein. Na, 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 na. Nicht aufringen, Spannung. Ist ja nur ein Spiel. Ich frage mich ganz ehrlich, liegt irgendwie so ein Fluch auf meinem Kopf, so, hey, yo, ich sehe neue Herzlose. Ich bin tot. Ist das irgendwie normal so? Ich komme in eine neue Welt und muss sterben, so, oder so? Ich will das ja nicht mehr effektiv. Ich tue es einfach irgendwie, dass ich sterbe. So, jetzt. Wieso war eigentlich Donald schon am Boden? Okay, einen haben wir, zwei stehen und noch. Ich counter dich. Ja, okay, oder nicht? Ah! Mm-mm. Ich will mich heilen, heilen, heilen. Ja! Ich war gerade auf dem Button, wo ich geheilt habe, ja? Gerade! Was soll denn der Scheiß? Narf! Rummel. Gar nicht. Benutze ich Magie hier so. Um euch. Jetzt haben wir nur noch einen. Jetzt geht das schon. Sieht schon viel effektiver aus. So, keine Ahnung. Ja, super. Noch einen. Ich hätte nicht so. Aber egal. Ja, ich weiß, dafür, dass ich gesagt habe, ich werde niemals Großmagie einsetzen, habe ich gerade ganz schön viel, setze ich ganz schön viel Magie eigentlich ein. Aber ich revidiere damit meine Aussage, dass Magie auch so unwichtig ist, dass man es nicht braucht. Profi ist halt irgendwas anderes, so finde ich. Es geht mir sau auf den Keks irgendwie, dass ich die regelmäßig auf die Fresse kriege. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie einfacher in... Ja, ich stehe da und drücke einen Button. Ich stehe immer noch da und drücke einen Button, damit ich angreife. Das ist cool. Hier muss ich ja aktiv interagieren. Oh mein Gott. Ich sollte jetzt echt mal wieder speichern. Boah, kickst mich ja an. Das ist gut. Voll geheilt. Jetzt habe ich doch nicht gespeichert. Ach, egal. Ich muss eh hoch zum Baumhaus. Unterwegs kann man bestimmt auch irgendwo speichern. Denke ich mir mal. Na, jetzt machen wir wieder über die Nive da hüpfen. Oder ich zeige euch mal diesen Weg. Da geht sie mir hier hoch. Und da kann man lustige Sachen machen. Habt ihr ja gelesen, von wegen Liane und Hopp, ranspringen und so. Und Hopp. Ja, drückt doch mal. Gut. Bitte, wann soll ich da abspringen? Hallo? Hallo? Der Moment ist so kurz. So kurz, das ist so unlogisch. Okay, was ist da drüben? Kommen wir da her? Gibt's hier irgendwie eine Truhe? Nee, nur eine komische Blume? Nee, da kommen wir nicht her.
Okay, dann wieder zurück. Nein! Ich habe die falsche Taste gedrückt, ich Depp. Oh. Boah. Nee. Dann halt wieder die Liane hoch. Ja, jetzt komme ich hier nicht auf diesen... Ja, dann springe ich halt über das Nilpferd. Ach, scheiße, das dauert auch wieder ewig. Also gehe ich jetzt hier hoch. Geht doch. Ja, und... Ich denke, ich muss hier auch das Video beenden, denn... Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich hier wieder Lianjump mache. Bis dann.